Der Porsche Platzhirsch hat einen Rivalen und das aus dem eigenen Stall. Mit dem Kürzel GT3 fordert er den neuen 911er Schriftzug schlechthin heraus, den Turbo. Ein 3,6 Liter Biturbo mit Allradantrieb gegen einen 3,6 Liter Saugmotor mit Heckantrieb. Zwei Interpretationen einer Legende treffen auf die alles entscheidende Frage. Wer ist der Schnellere? Und er soll sie beantworten. Patrick Simon, Architekt, Rennfahrer und Nordschleifensüchtig. Bestzeit am Ring 7:15. Noch Fragen? Porsche-Teststrecke in Leipzig. 3,75 Kilometer lang, Formel-1-tauglich und gespickt mit weltbekannten Kurven. Das Mobil S kennt man vom Hockenheimring. An Monza erinnert die Lesmo-Kurve. Von Spa-Francorchamps der Bus-Stop. Danach geht es über das Suntory S zurück zu Start und Ziel. Er geht als Erster auf die Strecke. Der Porsche Turbo. Leistungsdaten: 480 PS, maximales Drehmoment 680 Newtonmeter. Dieses Fahrzeug steht vor allem für eines. Eine Brachialgewalt, das ist, glaube ich, die Charakteristik des Turbos. Das macht ihn aus. Leistung im Überfluss in jeder Lebenslage. Beschleunigung. Von 0 auf 200 in 12 Sekunden. Spitze 310 km/h. Kraft, die man trotz Allrad erstmal bändigen muss. Wenn es dann ein bisschen in die Kurvenfahrerei geht, muss man schon Acht geben, dass durch den einsetzenden Turboboost das Fahrzeug schon den einen oder anderen Sprung machen kann. 1,65 Tonnen bringt er auf die Waage. Leistungsgewicht nur 3,3 Kilogramm pro PS. Preis 140.000 Euro, nicht der einzige Wermutstropfen. Dass einfach das Auto einen relativ kleinen Tank hat. Das heißt, der Spaß immer ein relativ schnelles Ende findet an der Tankstelle zum Nachfüllen. 67 Liter, um genau zu sein. Bei einem Verbrauch von 20 Liter unter Volllast reicht das für bescheidene 350 Kilometer. Unser Turbo in Speedgelb hat neben Keramikbremsen und speziellen Kappreifen auch eine Hinterachs-Quersperre verbaut. Die besten Voraussetzungen für ein paar richtig schnelle Runden. Ja, geil, dieses Turbosäuseln beim Beschleunigen. Dieses Fauchen. Und quer geht er auch. Oh, oh, yes, yes. In Kurven offenbart der Turbo sein hässliches Gesicht, den Grenzbereich, und der ist schmal. Beim Bremsen taucht er sehr, sehr stark auf der Vorderachse ein, macht das Heck dann entsprechend immer sehr, sehr leicht. Das Auto ist sehr schwierig zu kontrollieren. Dafür zieht er auf der Geraden seine Trümpfe. Und dann hier raus beschleunigen, da ist die Traktion. Wenn das Auto mal gerade steht, feuert er über die Start- und Zielgerade hier. Geil, jetzt Laguna Seca rein. Dieser Korkenzieher, Corkscrew genannt. Einfach eine geile Stelle hier hoch. Auto schön im Drift kommen, dann hier rein. Jetzt beschleunigt man den Turbo-Boost und dann geht er sofort quer. Da muss man wirklich viel, viel Gefühl an den Tag legen, dass man das Auto mit den 680 Newtonmetern auf der Straße hält. Manch ein Charakter ist eben gewöhnungsbedürftig, aber mit jeder Runde wird die Linie besser, die Zeiten schneller. Jetzt hier die Rollphase aufpassen, mach Stopp und rum. Ah, diese Leistung ist so der Hammer. Dieser Schub in allen Lagen, echt, da kann man sich fast das Schalten hier auf der Rennstrecke sparen. Die schnellste Runde des Porsche 911 Turbo, 1 Minute 4,95. 27.000 Euro billiger und knapp 200 Kilo leichter, der Herausforderer GT3. Mit 415 PS und einem maximalen Drehmoment von 405 Newtonmeter ist er auf den ersten Blick deutlich schwächer auf der Brust. Doch dahinter steckt auch eine ganz andere Philosophie. Der Grundgedanke des GT3 ist einfach, dass man das normale Serienfahrzeug einfach für die Rennstrecke vorbereiten möchte. Das heißt, es ist gewichtsoptimiert, es sind sehr, sehr viele leichte Teile verbaut und das Ganze gepaart mit einem Motor, der aus dem Rennsport kommt. Leichtbau, Rennmotor und Heckantrieb und außer einer Traktionskontrolle keine weiteren Fahrhilfen klingt nach unfahrbar. Als, ich sag mal, fortgeschrittener Pilot überhaupt kein Problem, viel Fahrfreude. Aber für einen Fahranfänger sehr, sehr schwierig.
0 auf 100 in 4,3 Sekunden, 310 km/h Spitze. Der Motor dreht bis 8.500 Touren, doch Patrick steht vor allem auf eines. Die Soundkulisse. Das Auto, im Auto selber ist ein Sound zu hören, der ist sensationell, Gänsehaut-Feeling. Dann hören wir uns das doch mal an. In den ersten Kurven spürt Patrick die Unterschiede zum Turbo. Jetzt Konzentration auf den Punkt, Rollphase und dann kann ich schön wieder durchbeschleunigen, gefühlvoll mit dem Gas umgehen. Ja, das ist einfach das Schöne an dem Sauger im Vergleich zum Turbo. Und dann das Anbremsen, zweite Gang. Die langsamen Ecken, da hat er schon beim Einlenken leichtes Untersteuern. Beschleunigen setze ich das dann fort und dann, wenn irgendwann zu viel Leistung anliegt, dann geht es in ein schönes Übersteuern über. Das Auto wird dann schön leicht. Apropos leicht, auch der GT3 hat Keramikbremsen und Kappreifen an Bord. Die müssen allerdings nur mit 1455 Kilo Lebendgewicht fertig werden. Ah, sauber im Griff das Ding hier rumbewegen, jawohl. Nach zwei Runden knallt Patrick die Corkscrew hoch, als wäre es eine Garageneinfahrt. Großes Tennis hier, in die Laguna Seca quer reinzufahren. Dieses Bergaufstück am Ausgang, das geht alles hier wirklich mit diesem Auto in der Präzision eines Schweizer Uhrwerks. Uhrwerk ist genau das richtige Stichwort. Die Bestzeit des Turbo wackelt bedenklich. Das ist einfach der Hammer, das Auto zu fahren. Da kommt man richtig ins Arbeiten, richtig aus der Puste, weil es brachial ist. Wenn man es vergleicht gegenüber dem Turbo, ist das Auto natürlich, man kann früher mit dem Gas geben beginnen. Ja, leistungsmäßig sicherlich etwas unterlegen, da hat er mehr Bums, der Turbo. Aber auf der Bremse beim Einlenken ist das Auto einfach viel agiler, viel schneller. Da holt man dann wieder sicherlich Zeit auf. Und wie? Gefühlt liegt der GT3 schon mindestens 3 Sekunden vorne. Da kann man in der letzten Runde getrost für die Galerie fahren. Ja! Das ist wirklich born to be on the racetrack. Doch dann die Überraschung. Mit 1 Minute 4,62 liegt der GT3 nur ganz knapp vorm Turbo. Nur 3 Zehntel Vorsprung. In der Formel 1 reicht das für die Pole Position, im wahren Leben für nicht wirklich viel. Damit klebt der Turbo dem GT3 ganz schön dicht am Heckspoiler. Der Turbohammer reicht anscheinend aus, um den Konkurrenten auf unserem 2,3 Kilometer langen Rundkurs nicht zu weit enteilen zu lassen. Aber wer ist denn jetzt der bessere von beiden? Der GT3 hat für mich die Rennsportkrone auf. Das ist das Auto, mit dem er auf der Rennstrecke fahren möchte. Der Turbo sicherlich mit 1 Minute 4 im gleichen Zeitenbereich wie der GT3. Aber kommt, wenn es auf eine richtige Rennstrecke geht, mit Bodenwellen, richtig schnellen Ecken, einfach mit dem GT3 nicht mit. Der Turbo kann beschleunigen, sensationell, ein Riesenschub nach vorne. Ja, ein ganz solides Alltagsauto, Allradantrieb im Winter perfekt. Der GT3 auf der Rennstrecke, Heckantrieb, einfach Drehzahl, da muss man richtig rühren in der Getriebeschüssel, damit es nach vorne geht. Sensationell, geil. Ja, mit dem Turbo zur Rennstrecke, mit dem GT3 auf der Rennstrecke. Das wird nicht der letzte Bruderkampf gewesen sein, denn der GT2 wartet schon.